Janik von Wastefitness hier und in diesem Video geht es um das Thema ohne Sport abnehmen. Geht das? Ja, das geht natürlich. Denn am Ende des Tages ist Abnehmen nichts anderes als mehr Energie verbrauchen, als man zuführt. Und das kann man natürlich auch rein über die Ernährung lösen. Nun möchte ich noch einmal unterscheiden zwischen Abnehmen und Körperfett abnehmen. Körperfett abnehmen bedeutet tatsächlich zwischen 5.000 und 9.000 Kalorien. Gemittelt spricht man gerne von 7.000, 7.500 Kalorien einsparen, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Das bedeutet, das musst du entweder verbrauchen oder nicht essen, ja, oder weniger essen, um ein Kilo Körperfett zu verlieren. Und natürlich geht das auch ohne Sport, denn du kannst, und das würde ich auch immer empfehlen, deine Bewegung ja auch ohne Sport erhöhen. Du kannst mehr die Treppen nehmen, mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, wobei manche auch schon als Sport ansehen würden. Aber du kannst natürlich auch die Bewegung erhöhen und dadurch deinen Verbrauch erhöhen und dadurch natürlich auch von diesen 7000 Kalorien schon mal was verbrennen. Dann brauchst du es nicht in der Ernährung einsparen oder nicht essen. Nun kannst du auch trotzdem weiterhin hier im Homeoffice sitzen und keinen Sport machen, auch nicht die Treppe nehmen und trotzdem diese 7000 Kalorien einsparen. Du wirst aber wahrscheinlich deutliche Einbußen in deiner Lebensqualität spüren. Du wirst natürlich etwas weglassen müssen. Du musst 7000 Kalorien einsparen, indem du sie nicht isst. Du kannst sie nicht erhöht verbrauchen, denken, sitzen, verbraucht alles ein paar Kalorien, ja, aber ohne Bewegung bist du begrenzt. Aber auch das würde gehen, denn es ist am Ende, es ist tatsächlich simple Biologie oder Mathematik, je nachdem wie man das sehen möchte, wie der Körper oder wann der Körper das Körperfett verliert. Das verliert man auch nicht linear jeden Tag ein bisschen, sondern manchmal geht das Gewicht auch nochmal hoch und da gibt es etliche Gründe, haben wir auch ein schönes Video gemacht zum Thema Gewichtsschwankungen. Gerne nochmal auf dem Kanal suchen. Und natürlich bewegt sich das Gewicht so, aber irgendwann wird es runtergehen oder muss es runtergehen. Irgendwann, wenn du weniger isst, als du verbrauchst und auch wenn du echt wenig verbrauchst, weil du nur sitzt und ein bisschen nachdenkst, dann wirst auch du abnehmen. Dann wirst auch du Fett abnehmen. Die Frage ist nur, warum zur Hölle solltest du das tun und dir das so schwer machen? Und du musst ja auch, und das ist für mich der größte Knackpunkt, du musst dir vor Augen halten, je weniger Gewicht du dann auf die Waage bringst, also je weniger du wiegst, desto geringer ist auch dein Kalorienbedarf. Okay, angenommen, du hast jetzt 5 Kilo oder 10 Kilo abgenommen, dann hast du effektiv einen geringeren Kalorienbedarf. Das heißt, dein Körper benötigt weniger Energie, um sich zu erhalten. Das heißt, du musst auch dauerhaft dann weniger Kalorien zuführen. So, jetzt gibt es eine Menge Coaches da draußen, die dir erzählen, ja, es geht auch ohne Sport und so weiter und ohne Bewegung, weil sie dich in ihr Coaching ziehen wollen. Das machen wir nicht. Das ist unseriös und vor allem das Ergebnis danach ist mehr als unbefriedigend. Denn dann, was passiert denn dann? Du hast Muskelgewebe und Fettgewebe. Ja? Mit dem Muskelgewebe passiert mal gar nichts. Muss alles, was du nicht benutzt, ja, das kennst du von deinem Hirn oder von deinem Armen, Beinen, deinen Gelenken, alles was du da von irgendwelchen Sportarten oder, ja, Sportarten sind ja kein Thema, aber irgendwelche Dinge, die du lange nicht getan hast, die verlernst du oder bei Muskulatur ist es eben so, die atrophiert, die wird weniger. Ja, das passiert sogar unweigerlich, mal weinerlich ist es schon, aber ab ungefähr dem 30. Lebensjahr passiert es einfach auf natürlichem Wege. Die wird einfach langsam abgebaut und man muss spätestens dann gegensteuern, ja. Das, weil natürlich kommen daher auch Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen oder ähnliches. Das ist jetzt sehr pauschalisiert, aber in der Regel kommen die von Bewegungsmangel. Sehr, sehr vieles ist zurückzuführen auf Bewegungsmangel, auf zu wenig Muskulatur, auf einen zu hohen Körperfettanteil. Und wenn du jetzt wirklich abnehmen möchtest, dann mach das bitte und nutze diesen Gedanken und verändere dein Leben. Implementiere Sport, Bewegung, fang von mir aus mit Gehen an, mit Spazieren gehen an, mit die Treppe nehmen an, mit einer Radfahrt an oder was weiß ich, mit Schwimmen, mit allem, was auch natürlich in deiner individuellen Situation möglich ist oder dir Spaß macht. Idealerweise sollte aber irgendeine dieser Komponenten nicht nur Bewegung sein,
Also nicht nur eine ausdauernde Tätigkeit wie Radfahren, Schwimmen, Gehen, Joggen, sondern auch noch eine muskulaturkräftigende Aktivität. Also wirkliches gezieltes Krafttraining. Das kann zu Hause sein, das kann draußen sein, das kann im Fitnessstudio sein, um Muskulatur effektiv aufzubauen und nicht nur dein Herzmuskel, dein kardiovaskuläres System zu verbessern, deine Ausdauer zu verbessern. Denn du möchtest ja, wenn du abgenommen hast, dass diese Haut nicht hängt, sondern dass da gegebenenfalls ein straffer athletischer Körper entsteht. Und deswegen würde ich dir niemals empfehlen, ohne Sport abzunehmen. Natürlich funktioniert das, denn das ist die Mathematik und Biologie dahinter. Mit den Zahlen habe ich dir gerade schon erklärt. Aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, danach dann genauso unglücklich und unzufrieden zu sein mit dem Körper. Weil man dann nicht mehr vielleicht skinny fett oder dick ist, sondern schmächtig, schlank, dürr und schlicht in der Landschaft. Also ich kenne eine Menge Frauen, die würden sogar wahrscheinlich sagen, jetzt zu Männern, dass dann ein paar Kilo mehr vielleicht auch besser sind. Ja, jetzt mal die Gesundheit beiseite gestellt. Natürlich ist Übergewicht sehr ungesund und auch jemand, der skinny fett ist, hat scheinbar ja hohe viszerale oder wahrscheinlich hohe viszerale Fettwerte aufgrund dessen, dass er oder sie wahrscheinlich nicht die qualitativ hochwertigste oder gesündeste Ernährungsweise an den Tag legt. Denn so entsteht am Ende viszerales Fett auch in den Eingeweiden hier. Das, was so dieser klassische Bierbauch, der mega fest ist oder generell einfach das, was dich am Ende wahrscheinlich auch krank macht in Organregionen. Nicht nur durch das, wie viel esse ich, sondern auch durch das, was esse ich. Denn darum bist du letztendlich in dieser Situation. Das Essen ist ein Thema und es ist total gut, dass du deine Ernährung dahingehend umstellen möchtest. Aber bau bitte den Sport mit ein. Und falls du auf der Suche nach einem gezielten, auf deine Situation passenden System bist, dann geh gerne auf www.wisefitness.de und trag dich zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch ein. Wir schauen uns deine Situation an, geben dir einen Ausblick über den Fahrplan, über die Strategie, mit der wir dein Ziel definieren, terminieren und erreichen wollen. Und dann können wir am Ende entscheiden, wenn du ein Macher bist, wenn wir dir als Coaches, als Team, wenn wir einen guten Eindruck auf dich machen, einen seriösen Eindruck, wenn du Vertrauen in uns hast, dann entscheiden wir uns am Ende für eine Zusammenarbeit und gehen das gemeinsam an, auf gesundheitlich zuträglichem Wege. Wir holen dich beim Sport da ab, wo du bist. Wir haben mit Menschen abgenommen, die bei 168 Kilo gestartet sind. Genauso aber auch, die bei 54 Kilo gestartet sind und wo nur ein paar Kilo runter mussten. Wir schauen uns die Situation individuell an, geben dir eine individuelle Lösung. Und dann erreichen wir sie mit dir gemeinsam, wenn du ein Macher bist, wenn du eine Macherin bist. Denn nur dann geh bitte auf www.wisefitness.de und trag dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch ein. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Dein Yannick. Tschüss.